Hochwürdigster Herr Abt, liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch jene viele, die über Livestream mit uns verbunden sind in Österreich und weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Am 6. Sonntag in der Osterzeit gehen wir langsam dem Ende der Osterzeit entgegen und werden in der kommenden Woche die Rogationsprozessionen hier im Kloster erleben. Das sind die 3 Tage vor Christi Himmelfahrt bzw. die 3 Prozessionen davor. Denn es ist der Herr im Begriff, sich zu verabschieden. In der Verheißung des Heiligen Geistes, der uns dann in die ganze Fülle einführen wird. Und so sind die Lesungen der letzten Tage geprägt von diesem wehmütigen Abschied, der vor uns liegt, und auch mit den häufigen Hinweisen darauf, dass wir später vieles verstehen werden, was wir jetzt noch nicht verstehen. Dass es noch nicht vollendet ist, dass das ganze Projekt jetzt zwar wesentlich ins Rollen gekommen ist und dass das Wichtigste getan ist, nämlich der Sieg über Sünde und Tod, aber dass es durchaus abenteuerlich ist, Christ zu sein, weil noch ganz vieles auf uns zukommt, das wir später verstehen werden. Und es kommen auch in diesen Tagen Leidensverheißungen oder Andeutungen darauf, dass der Knecht nicht größer ist als sein Meister, dass all das, was dem Herrn Jesus passiert ist, zu unserem Schicksal geworden ist und dass wir uns auch auf Leiden gefasst werden müssen. Das kommt diese Woche besonders stark in der 2. Lesung zum Ausdruck beim 1. Petrusbrief, wo es um die Einsicht geht, die dann sprichwörtlich geworden ist in der Zusammenfassung: Kein gutes Werk bleibt unbestraft. Das heißt, rechtes Handeln, richtiges Handeln wird nicht immer von dieser Welt estimiert. Im Gegenteil, wird sogar häufig bestraft. Wir stellen uns also vor das Geheimnis des unrechtmäßigen Leidens oder des unschuldigen Leidens, sagen wir es so, wenn wir auch Krankheit und Leid verschiedener Art einschließen in dieses Geheimnis. Der apostolische Wert des Leidens ist etwas, was viel zu kurz kommt in unserer Zeit, denn wir sind nicht interessiert an großen Nachdenken über das Leiden, weil wir das Leiden ja grundsätzlich nur zögerlich überhaupt hinzulassen oder anerkennen wollen als eine notwendige Tatsache des Lebens. So wird aus dieser Stelle des 1. Petrusbriefes oft erwähnt, die Stelle, wo es heißt, seid stets bereit, jedem Antwort zu stellen, Rede zu stellen und Antwort zu geben über euren Glauben. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Satz, der doch auch sehr wichtig ist: Tut es in einer demütigen Weise und geduldig und auch mit der Bereitschaft, nicht verstanden zu werden. Und dann geht es darum, eben zu leiden, auch für gute Werke. Das heißt, in diesem Zusammenhang, Unrecht kann eloquenter sein, das Leid kann eloquenter sein als schlagende apologetische Argumente. Und wir alle haben es erlebt, viele von uns, die mit der Legion Mariens zum Beispiel unterwegs sind, in so apologetischen Streitgesprächen, polemischen Streitgesprächen über den Glauben, sei das mit einem Zeugen Jehovas, sei es mit einem Muslim, sei es mit einem Katholiken, kann man viele angeblich schlagende Argumente anbringen, aber sie nützen nicht wirklich etwas und wenige werden überzeugt durch diese Flut von theologischer Logik, die das Herz dann nicht berührt und daher auch wenig erreichen kann. Ich denke an ein Beispiel für die Bekehrungskraft des unrechten Leidens oder der Leidensbereitschaft.
in dem Film über Franz Jägerstätter, ein verborgenes Leben, unglaublich großer, starker Film, wo tatsächlich einer von den Gefängniswärtern, der den Auftrag hatte, Jägerstätter zu schlagen und zu foltern, wie dieser Schalk dann bekehrt worden ist durch die Demut und Leidensbereitschaft des seligen Franz Jägerstätter. Und als er dann abtransportiert worden ist, ist eine ergreifende Szene im Gefängnis, wo dieser Peiniger dann seinen Hut abnimmt, als der Transport vorbeigeht und Jägerstätter zur Hinrichtung geführt wird. Es wird nichts gesagt, aber man sieht, dass dieser Mann, der sozusagen bei den Kalvarien dort gestanden war, wie ein Peiniger, dass dieser Soldat dann bekehrt wurde, ohne ein Wort aus dem Mund des seligen Mesners aus Oberösterreich. In der Lehre vom Wert des Leidens ist das Christentum ganz stark in der kulturellen Strömung der griechischen Antike, wo bereits die heidnischen Philosophen das erkannt hatten, Aristoteles, Platon, Hesiod, alle bringen den Wert, die Zunahme an Weisheit, die Zunahme an Einsicht, die Charakterschule, die mit dem Leiden verbunden ist. Und es ist daher in keiner Weise irgendwie ein römisch-katholisches Gruselelement, dass man also in seinen Leiden stecken bleiben will. Das wäre eine grobe Verkürzung von einer wirklich ewigen Wahrheit, die vor dem Christentum schon bestens aufbereitet war und dann durch Jesus Christus zu einem Gipfel und zu einer Vollendung geführt worden ist. Und die Benediktsregel, die ja ganz stark in dieser antiken Welt verwurzelt ist, spricht auch davon, von dem Wert dieses Leidens, von dem engen Weg am Anfang, der sich dann breitet. Das ist übrigens etwas, was in fast genauer Form auch bei den heidnischen Philosophen vorkommt. Aber nicht nur aus dem Prolog der Regel kennen wir solche Stellen, sondern auch so geheimnisvolle Stellen, die wir manchmal gar nicht so gerne hören, dass man einen anderen nicht verteidigen soll, auch wenn man sieht, dass er zu Unrecht vielleicht etwas erleidet. Soll man einen Mitbruder nicht verteidigen? Man soll nicht murren, das sowieso nicht. Man soll natürlich den Gehorsam auch ausführen bei Dingen, die einem nicht gefallen und die einem vielleicht auch gar nicht ganz richtig erscheinen. Ja, diese Einstellung der Regel geht sogar so weit, dass man einen ungerechten Preis erleiden soll für eine Ware, die man eben günstiger verkaufen kann, als weltliche Handelsleute sie verkaufen könnten. Ja, wir erleiden diesen geringeren Preis, weil es einen apostolischen Wert hat, weil die Menschen auch so berührt werden. Interessant, wie diese große Weisheit auch wirtschaftliche Folgen haben kann. Warum ist es so überzeugend, wenn man jemanden leiden sieht für seine Überzeugungen? Es ist ein Geheimnis, aber es spricht fast jeden sehr stark an. Menschen sind sehr empfänglich dafür, wenn sie sowas sehen. Und es ist sicher ein Teil des Geheimnisses der Menschwerdung Christi, dass Jesus Christus den Weg des Leidens gegangen ist, weil das uns überzeugt, weil wir das verstehen. Der heilige Paulus dann hat das geradezu zum Eckstein von seinem theologischen Haus gemacht, indem er immer wieder darauf aufmerksam macht, dass die eigentliche Stärke in der Schwäche liegt. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Oder das Schwache in der Welt hat Gott ausgesucht. Er selber hielt sich für einen Narren, für jemanden, der auf sich selber gestellt
eigentlich nichts erreichen könnte. Es ist das Geheimnis von Christ König, dass der Gekreuzigte der eigentliche König ist. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Das ist ein Sprichwort, das uns auch darauf aufmerksam macht, dass das Leiden ein Segen ist, etwas, das uns geschenkt wird von einem liebenden Vater. Das hören wir nicht gerne, können wir auch nicht wirklich verstehen, aber es ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass eben der, der leidet, vorankommt. Dass der, der geschwächt wird, seine Maske ablegen muss, nicht die Gesundheitsmaske, sondern die Maske seiner Lebenslüge, seiner Eitelkeit, seiner Selbstanbetung. Ja, all dies verkehrte Sichtweisen, die korrigiert werden durch die Charakterschule des Leidens. Ja, wer nicht leidet, der sollte fast ein bisschen Sorge bekommen. Warum nicht oder wann es kommen wird oder mindestens, wenn er in der glücklichen Lage ist, nichts erleiden zu müssen, soll er sich mindestens darauf vorbereiten, dass es eines Tages kommen wird und dass er richtig darauf reagieren soll, dass er nicht blind wird, dass er nicht trotzt und dann all den Segen verpasst, der eigentlich damit verbunden ist. Aber verstehen wird das Leid keiner, und zu groß leger darüber zu sprechen, ist ein durchaus gefährliches Unterfangen, weil es eben so was Ehrfurchtsgebietendes ist. Das Geheimnis des Leidens kann man in Lourdes oder in verschiedenen Spitälern natürlich als Spektakel, als Verherrlichung in dieser paradoxen Weise sehr gut erleben und Ehrfurcht dafür bekommen, was da vor einem steht. Aber auch wenn es stets ein Rätsel bleibt, haben viele sehr weise Menschen erkannt, dass dieses Rätsel Gottes viel besser ist als die Lösungen der Menschen. Ja, es gibt immer wieder Utopien, Visionen von dem, wie ein Leben ohne Leid aussehen könnte. Transhumanismus heißt das in einer derzeitigen Bewegung, wo man eben Computer und Mensch ganz eng zusammenführen will und Chips in den menschlichen Leib einfügen will. Alles so auf dieses Ziel hin, das Leid ganz auszuschalten. Es ist eine Schreckensvision. Die Utopien der Menschen sind so armselig, dass man gerade davonlaufen möchte, wenn man diese Welten so geschildert sieht. Aber immer wieder sind wir dafür anfällig. Mutterschaft zum Beispiel, das ist etwas, was das Geheimnis des Leidens sehr gut zum Ausdruck bringt. Es gibt wahrscheinlich kein schlimmeres körperliches Leiden als die Entbindung. Man kann natürlich nur theoretisch darüber nachdenken, aber wenn man es nur auch als Zuschauer erlebt hat, kann man sich nicht ein schlimmeres Schmerzen vorstellen. Aber mit dem Leben verbunden. Und das ist an sich ja schon das Rätsel in einer Erklärung dargegeben. Das Leben, Wachstum, neues Leben kommt nur durch diese Plage. Und gerade unsere Zeit möchte auch das abschaffen oder das umgehen oder das irgendwie zur Option machen. Aber das ist sicher eine Sackgasse. Im ersten Petrusbrief sagt uns der Apostel, der schließlich selber sein Leben dann für Jesus hingeben wird, dass wir das Leiden einfach erwarten müssen. Es ist nicht eine Frage ob, sondern eine Frage wann. Aber damit wird das Reich aufgebaut und Gott wird verherrlicht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.